Vitaleurythmie. Für den Antreiber, beeil dich. Es gibt 5 Antreiber, die mächtige Faktoren sind auf dem Weg in den Stress. Der 4. davon heißt, beeil dich. Hier arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern K, D und M. Dabei geht es darum, aus einem hohen Tempo, das uns pusht, in die Ruhe zu kommen. Um die Macht dieses Antreibers einzugrenzen, stellen wir ihm einen Erlaubnissatz und damit etwas Positives an die Seite. Sprechen Sie deshalb zuerst 3-mal für sich den zu diesem Antreiber gehörenden Erlaubnissatz: Ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Nehmen Sie erst einmal bewusst die Hektik des Beeil dich auf, indem Sie mit 5 Schritten 3-mal nach vorne und wieder zurückhetzen. Jetzt kommt das K hinzu. Bei jedem Schritt führen Sie die Hände mit einer scharfen, kantigen Bewegung von oben nach unten. Nicht aggressiv und zerstörerisch, wohl aber entschlossen und eindeutig. Als nächstes folgt der langsamere Teil mit dem Laut D und einem Stab. Anstelle des Kupferstabs können Sie einen Besenstiel oder Bambusstab nehmen. Halten Sie ihn zunächst mit beiden Händen auf Schulterhöhe, gehen Sie 3 Schritte vorwärts und senken Sie den Stab dabei ab. Im Stehen nehmen Sie den Stab wieder hoch, im Rückwärtsgehen führen Sie ihn nach unten. Sprechen Sie dabei innerlich Ihren Erlaubnissatz: Ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Als nächstes heben Sie den Stab hoch über den Kopf und führen ihn dann körpernah und sehr langsam ab, während Sie einen Schritt nach vorne gehen. Und wieder zurück, insgesamt 3-mal. Achten Sie darauf, dass die Bewegung entschieden ist, aber immer noch weich und vor allem sehr langsam. Schließen Sie die Übung ab mit dem Laut M. Schieben Sie die Arme langsam und gleichmäßig nach vorne, drehen Sie die Handflächen dann zu sich und führen Sie die Arme wieder zurück. Zum Abschluss legen Sie beide Hände unter der Brust zusammen und sprechen noch einmal Ihren Erlaubnissatz: Ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche.